Moin alle zusammen, heute geht es um eine Dekoration, die bei uns jetzt in den Garten kommt. Man kann sie auch auf die Terrasse stellen, auf den Balkon oder vor den Hauseingang so drapieren. Das passt eigentlich überall, weil es ist einfach total aus Natur, fast bis auf so Kleinigkeiten, mit denen ich jetzt anfange. Und zwar habe ich jetzt hier so Rinde. Die möchte ich aber so wie zu einem Trog formen, sodass man eine Schale hat. Da muss ich jetzt leider einmal mit Heißklebe dran. Das ist natürlich nicht die Natur pur, aber es hat nachher einen ganz natürlichen Charme, trotz des Hilfsmittels. Wenn man dann irgendwie noch was da sieht oder so wie hier jetzt noch so eine Lücke ist, kann man ein bisschen Holz noch da reinstopfen, noch ein bisschen Rinde oder auch ein bisschen Moos. Wenn man das Glück hat, eine Rinde zu finden, die komplett wie eine Schale geformt ist, dann braucht man das natürlich alles nicht. Und jetzt rechts und links möchte ich nicht, dass die Sachen sozusagen rausfliegen, sondern dass es so einen Stop gibt. Darum setze ich da jetzt Moos ein und gegen das Moos lege ich dann jetzt nochmal Rinde. Da kann man auch Rindenmulch nehmen, was man so hat, um das sozusagen zu begrenzen. Auf der anderen Seite mache ich das genauso. Da habe ich halt dieses große Bollenmoos, Polstermoos. Das geht aber auch mit normalem Moos. Und in die Mitte setze ich jetzt auch Moos. Das kann man allerdings auch einfach jetzt mit Erde oder erst Rindenmulch und dann Erde auffüllen. Da muss man gucken, was man hat und wie das am besten passt. Und auch wie groß die Schale ist. Dieses wird jetzt sehr groß. Wenn ich nur ein ganz kleines Stückchen Rinde nehme, ist das natürlich viel einfacher, weil dann habe ich halt nicht diese ganzen Flächen, die ich füllen muss. Dann habe ich noch ein bisschen von der Rinde so abgebrochen und da auch noch mit reingefüllt. Und jetzt geht es an die Dekoration. Da habe ich jetzt Winterlinge. Dieses ist jetzt noch eine gekaufte Pflanze. Und dann habe ich noch mal einmal hier welche aus dem Garten ausgebuddelt. Die wächst dann in dem Moos wieder an. Und hier noch so kleine Narzissen, die TTT, die wachsen halt nicht so hoch. Und passen auch wunderbar zu dem Moos und zu den Winterlingen. Ich wollte das alles so ein bisschen in eine Richtung gestalten. Sprich gelb und grün und Natur einfach. Wenn hier und da jetzt noch ein bisschen Erde rausblinzelt und einem das nicht gefällt, kann man das ganz einfach natürlich mit Moos abdecken oder mit Rindenmulch. Und dann hat man einfach auch nochmal den ganz natürlichen Charme dadurch behalten. Ich habe dann jetzt noch hier Hauswurz, die waren auch noch übrig, die waren in so Töpfchen. Ein Teil hat den Winter nicht so gut überstanden, ist halt einfach braun geworden. Da zupft man einfach das Schlechte ab und das Gute passt. Auch diese Sachen sind total klasse, weil sie sind mega robust, wie all diese Dinge, die ich da einsetze. Die können auch noch ein bisschen Frost ab. Letztens, also ich habe das jetzt ja vor ein paar Tagen gemacht und da war noch mächtig Sturm. Es ist nicht eine Pflanze umgekippt, gar nichts. Es hat wunderbar funktioniert. Und genauso geht es auch mit dem Efeu. Das ist auch eine mega stabile Pflanze, die draußen das ganz toll ab kann, wo man wunderbar mitgestalten kann. Dann habe ich ja im Garten ganz viele Weidenkätzchen gepflanzt. Nicht nur für die Bienen, sondern auch für mich zur Deko. Und die haben oben jetzt so zum Teil so kleine gelbe Puschel. Und das fand ich eigentlich auch ganz süß dazu noch. Und das Witzige ist, die Weidenkätzchen bilden ja sogar Wurzeln. Was ist ja eine ziemlich feuchte Angelegenheit, die ich da gestaltet habe. Das ist also nicht nass, aber durch das Moos bleibt es einfach wunderbar feucht. Und dadurch bilden sich wirklich bei all diesen Pflanzen noch Wurzeln. So kleine Terrakotta-Töpfchen habe ich dann noch jetzt eingesetzt. Später habe ich die wieder rausgenommen, hat mir dann noch nicht so gut gefallen, sondern habe das überwiegend mit Eiern gestaltet. Also mit Wachteleiern, mit Eiern, die unsere Hühner haben, beziehungsweise die Hühner meiner Kinder. Die haben so einen grünlichen Touch, ganz, ganz normale braune Eier. Da passt einfach alles, was ihr da gerade zu Hause habt. Da müsst ihr gucken, in welcher Größe, in welcher Form euch das am besten gefällt. Da ich das draußen stehen habe, wie gesagt, sind das reine Dinge, die auch ganz viel Regen und alles Mögliche abkühlen und Frost. Nichtsdestotrotz kann man auch noch wunderbar Keramik-Osterhasen einsetzen. Die, finde ich, passen auch ganz gut. Ich hatte nicht das Passende dabei, aber ich freue mich, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Sagt vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!